Thorsten, gefeliciteerd met de prijs beste speler van de maand in de Eredivisie. Wat vind je ervan? Ja, ich freue mich natürlich, es ist eine große Auszeichnung. Aber ich glaube schon, dass wir auch als Mannschaft vor allem diesen Preis verdient haben. Ich glaube, wie wir es gemacht haben im neuen Jahr 2020, es war so nicht abzusehen im Winter. Wir haben natürlich hart gearbeitet und haben gehofft, dass wir die eine oder andere Überraschung machen können. Aber dass es dann so gut läuft, ist natürlich super für uns. Aber ich glaube trotzdem, dass wir noch eine lange Weg vor uns haben und auch gerade die nächsten zwei, drei Wochen schon entscheidend sind für den Rest der Saison. Wist je, dass jij de eerste Keeper bent, die deze prijs wint? Ja, die nette Dame von Fox hat mir das gerade gesagt. Ich war ein bisschen überrascht. Ich konnte mir das gar nicht. Ich weiß nicht, wie lange es den Preis schon gibt. Aber ja, ich weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht, weil Ajax gerade ein bisschen eine schlechte Phase hat und die nicht so viele Tore schießt. Ich weiß es nicht. Ich freue mich natürlich. Super. Je doet het gewoon goed en dus ben je hot. Ieder medium wil je spreken op dit moment. Ja, du kennst mich jetzt lange genug als Pressesprecher von WWE. Du weißt, dass ich nicht so der große Fan davon bin, aber ich bin auch lange genug im Geschäft dabei und weiß, dass das dazugehört. Trotzdem brauche ich jetzt das nicht. Also das ist für mich, ich freue mich da nicht über jedes Interview, weil ich bin der Meinung, dass solche Sachen an sich eigentlich nur ablenken auf das, als das, was auf dem Platz passiert. Und ich konzentriere mich lieber auf das, was im Training passiert und was am Wochenende auf den Spielen passiert, als dass ich mich mit Sachen beschäftigen will, die in irgendwelchen Zeitungen stehen. Egal ob positiv oder negativ, letztendlich beeinflusst das die Leistung nicht. Und ich weiß aber doch, dass es dazugehört und viele Leute das dann auch interessiert, was da der ein oder andere zu sagen hat. Von daher mache ich das auch, weil das zum professionellen Verhalten dazugehört. Aber trotzdem müssen wir manchmal diskutieren, ob das nötig ist oder nicht. Und was uns auch interessiert, ist, was ist da verändert in die 4-5 Monaten? Dus sinds oktober, november tot nu? Ja, ik geloof dat we im ganzen Club seit, wie so ein bisschen Neuanfang gehabt haben, seit dem Trainerwechsel. Und man merkt, dass außerhalb von den Spielen, sicherlich auch in den Spielen, aber vor allem auch meiner Meinung nach außerhalb, die ganze Mannschaft hat viel Vertrauen bekommen. Wir glauben auch an die Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Wir wissen, dass es auswärts auch nicht immer der schönste Fußball ist und dass es für viele Zuschauer vielleicht nicht so spannend ist, das zuzuschauen, wie wir verteidigen. Aber wir verteidigen mit unserem ganzen Herz und werfen alles rein, was wir haben. Und wissen auch, was wir können. Und mit jedem Erfolg, den wir am Wochenende jetzt auch gefeiert haben, steigt natürlich auch das Vertrauen der Mannschaft, vor allem in die Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Jeder ist auch bereit, jedes Wochenende dafür einzustehen und alles zu geben, weil auch für uns Spieler ist es nicht immer schön, den Ball hinterher zu laufen und nur zu verteidigen, aber was sein muss, muss sein. Und im Moment haben wir so Erfolg und auch Mannschaften, die spielerisch klar besser sind wie wir, wie jetzt in Groningen, haben es sehr mühsam und sehr schwierig, zu Torschüssen zu kommen. Und ich denke, das ist auch eine Auszeichnung für die ganze Mannschaft. Also es lohnt. Genau. Ja.